Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario, der Origami King. Wir sind hier gerade im Flüsterforst. Also müssen wir ganz leise sein, damit wir niemanden aufwecken. Und dann schlagen wir einfach die Bäume, weil da kommt Stuff runter. Olivia ist gerade nicht bei mir, daher kannst du die Fallnarbe nicht verwenden. Ich muss Olivia finden. Oh nein, jetzt fängt das genauso an wie am Anfang von Stickerstar, glaube ich. Musste man da nicht auch die Toads irgendwie suchen? Okay, die wird auf irgendeinem Baum drauf sein. Baum drauf sein? Wieso kommt von diesem Baum kein Konfetti runter? Bei dem auch nicht mehr. Hä? Jetzt kommt hier nirgends und mir kommt hier runter. Cool. Also ich weiß jetzt schon nicht, wie ich weitermachen soll. Ach lol, hier kann man einfach runtergehen. Sag das doch. Pass auf! Siehst du das große Loch dort im Boden? Pass lieber auf, dass du da nicht reinfällst. Vielleicht kann man es ja irgendwie reparieren, aber wie? Oh, jetzt habe ich es hier, fang! Ja, wir kriegen... eine Konfetti... Nee, einen Schnipselbeutel. Geil, den werden wir jetzt einfach mit Papierfetzen füllen und dann können wir die geilen Löcher auffüllen. Pow! Nice. Da, repariert. Oder wir kriegen sogar Geld dafür. Alles geklappt. Es klingt zumindest so, als hätte es das. Wo ist sie denn überhaupt? Warum sieht sie mich? Wo bist du, Olivia? Ach da, im Boden. Warum wusste sie, dass wir da sind und dass da ein Loch ist und überhaupt? Könntest du mir vielleicht helfen, meinen Kopf hier rauszuziehen? Na gut. Und so in Mario-Style geht das mit dem Hammer. Ja, okay, ich zieh dich raus, Olivia. Genauso wie ich Bowser aus seinem komischen Teil rausgezogen habe. Au. Toll. Und so dankst du mir das, obwohl du fliegen kannst. So, Olivia gerettet. Mir fehlt ein bisschen die Musik hier gerade, aber Hauptsache, wir können unsere Faltarme einsetzen. Ja, Olivia, ich weiß, dass ich hier meine Faltarme benutzen kann. Oh nein, das bedeutet, dass mein Bruder schon ganz nach Belieben an dieser Welt herumbastelt. Das sind ganz schlechte Neuigkeiten. Oh, weil hier jetzt überall die Faltarme benutzt werden können. Das ist natürlich belastend. Und schlagen! Ich bin Hulk Mario! Lalala, ich hätte gerne Musik oder Gegner oder irgendwas, ein Item. Toll, so eine schöne Aussicht. Ach, die könnte ich mir den ganzen Tag lang ansehen. Allein da oben auf dem Berg da. Warte mal, was ist das denn? Das Schloss ist ja weg. Hey, Moment, da ist es ja. Siehst du es ganz oben auf diesem weit entfernten Berg? Und es sind immer noch die ganzen Luftschlangen drum gewickelt. Mein Bruder muss immer noch da drin sein, zusammen mit Prinzessin Peach. Er macht bestimmt schon Pläne. Ich werde dich aufhalten, Bruder. Als deine Schwester ist das meine Pflicht. Oh, wo wir gerade von Brüdern sprechen, ich habe eine grüne Mütze in das Loch fallen sehen, wo der Palast war. Es tut mir so leid, diese Mütze stand deiner Mütze sehr nahe, oder? Ja, meiner Mütze stand das sehr nahe. Wenn wir hier bei Mario Odyssey, dann wird das sogar stimmen. Oh, ich wusste doch, dass ich recht hatte mit der Mütze. Das ist ein großes Problem. Wir sollten schnell dahin zurück, wo sie hingefallen ist und nachsehen, wo, wie die Lage ist. Oh, und wir sollten auch nach deinem Bruder schauen, wenn wir schon da sind. Ich hoffe, es geht ihm auch gut. Ja, Hauptsache, man macht sich um die Mützen Gedanken. Das ist in Ordnung. Macht er das nur einfach mal draufhauen, was? Umwerfen ist Geschick. Was sind das hier für Leute? Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und dankeschön. Was haben wir hier? Alter, 1000 Münzen. Ja, hä, das ist viel zu inflationär. Ich habe aber schon in der Hilfe gesehen. Ich möchte einmal ausprobieren, ob ich hier Leben verliere, ja. ich habe in der Hilfe schon gesehen, dass man tatsächlich sein Geld auch einsetzen kann. 100 Münzen, nichts, 10 Münzen für eine Sekunde länger Zeit zum Anordnen am Anfang. Heißt, da wird wahrscheinlich sehr viel Geld drauf gehen, wenn man die Gegner richtig angeordnet haben will. Vielleicht hat er sich nur verlaufen und unser Flüstern ist irgendwie komisch, oder? Ja, wie seid ihr denn? Zeig dich doch mal. Ob er dran zieht? Ja, mache ich. Guck. Oh, was passiert jetzt? Alles. Na, jetzt kommen mir gleich die Krugs an, oder was? Das schaue ich mir natürlich an. Was ist hier los? Ach, Memory, sagst du? Alles klar. Das war das ist ein Pech, zu schade. Ja, 100 Münzen. Der beste Memory-Spieler aller Zeiten. Ah. So, 10 Münzen habe ich doch schon mal gesehen. Nice. Finde ich witzig, dass sie einfach so Minispiele hier reinpacken. Leben. Habe ich so wieder volle Leben? Das ist sehr nett. Oh, da hat's echt drauf. Ausgezeichnet. Ist das gut oder schlecht? Ein Schrumpelpilz. Ein vertrockneter Pilz. Wässer ihn, um ihn wiederherzustellen. Achso, das ist ein ganz normaler Pilz, den man aber jetzt noch nicht verwenden kann. Oder wahrscheinlich schon, aber für weniger, als wenn man ihn tränkt. Technisch gesehen korrekt. Oh, ein Stern. Bleib hier, kleine Stern. Hä? Warum? Ich verstehe es nicht. Aber die Musik ist schon geil. Oh, alle. Okay. Ein Radio? Ein kaputtes Radio, Leute. Ist wieder heil.
Was ist denn das für ein Schwachsinn hier? Okay, nochmal. Oh, ein Birdo. Das ist ein toter Birdo. Oh. Warum einfach? Warum? Und man musste das doch... Okay, alles klar. Es passieren eine Menge seltsamer Dinge. Da hast du recht, Olivia. Ich raff das auch gerade alles nicht. So, und was hat's jetzt mit dieser goldenen Kugel hier auf sich? Ah. Tja, brauchen wir wohl irgendwas Neues. Was haben wir da? Ein Triforce-Teil. Oh, was ein Zufall. Jetzt können wir da mit unseren Faltarm ran. Mann, wieso, was ist hier denn überhaupt los? Was bist du? Ein Schrumpelkorn. Ein Korn, das wegen Wassermangel ganz verschrumpelt ist. Ah ja. Wachsen Körner nicht sowieso erst, wenn sie mit Wasser beträufelt werden? Okay, so, das sieht doch schon interessanter aus. Und diese Bäume sehen aus, als wenn sie leben würden, wenn ich ehrlich bin. So, als wenn die irgendwie am Tanzen sind, oder? So brasilianische Tänzerin oder sowas? Ja, schon. Na gut, was passiert denn, wenn ich hier raufgehe? Hallo, ich bin da. Das sieht aus wie ein Schalter, aber anscheinend macht es nichts. Hm. So, what's the plan? Oh. Oh. Hey, ich kann rechts rausgehen, um links wieder reinzugehen. Ey, oh, lassen die jetzt noch mehr fallen als eben? Aber mein Ding ist eh schon voll. Voll prall gefühlt mit kleiner Säckchen. Kann ich hier hinten auch irgendwie raus? Das sieht so aus, als wenn es da weitergeht. Vielleicht einfach mal ein bisschen... Wie ist das Konfetti? Hier, Konfetti, zeigt euch, ihr kleinen Flüstermäuler. Zeigt euch. Hä? Das Spiel verwirrt mich gerade viel zu doll. Manchmal, wenn ich so richtig geknickt bin, muss ich einfach eine Pause einlegen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ich war hier zwar auch eben schon, aber in Ordnung. Hey, wer ist da? Sag ich doch. Das war so klar, dass das lebende Dinger sind. Kannst du nicht einfach so auf dem Kopf von unserem Gevatter stumpfen Strunk sitzen, Bürchen? Ja genau, er ist der Älteste dieses Waldes. Etwas Respekt, wenn ich bitten darf. Er hat Zweige, die älter sind als du. Bling. Und es ändert gar nichts, dass diese Pappnasen ihn einen Baumstamm kürzer gemacht haben, denn er ist aus härterem Holz geschnitzt. Ach, das war mal ein echter Baum. Oh nein, der hat sogar ein Gesicht. Danke, meine Lieben, ihr seid gute Kinder. Und du, junger Mann, kehr um und sag deinen garstigen Papierfreunden, wie es um mich geht. Seit ich auf dem absteigenden Ast bin, habe ich nicht mal genug Kraft, um euch Jungspunden Manieren beizubringen. Seit ihm so übel mitgespielt wurde, ist unser Großvater Stumpfenstrunk nicht mehr der Alte. Deswegen ist er sauer auf euch. Flache Papierleute, die Bäume in der Blüte ihrer Jahre kleinsägen. Schämt euch! Ach so, und noch etwas. Du brauchst Gevatter Stumpfenstrunks Erlaubnis, wenn du diesen Wald jemals wieder verlassen willst. Da du also schon einmal da bist, mach's dir gemütlich, denn du bleibst für immer hier. Für immer? Das ist richtig lange, glaube ich, und das schaffe ich doch nicht. Also, Gevatter Stumpfenstrunk, wir gehören nicht zu den Leuten, die ihnen das angetan haben. Ich bin doch nicht mehr aus flachem Papier, sondern Origami. Was denn, Origami sagst du? Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Wenn es euch gelingt, meine Energie wiederherzustellen, ließe ich euch wieder eures Weges gehen. Gevatter Stumpf, bitte, bitte machen Sie den Weg frei. Ich sehe ihn doch, hinter Ihnen. Aua, jetzt gebt aber mal Ruhe, ja? Wollt ihr etwa auch den Rest von mir in Sägespäne und Zahnstocher verwandeln? Mario, ich glaube nicht, dass Hämmern hier die Lösung ist. Aber was denn sonst? Mann, was soll ich machen? Oh, du hast was für mich. Ja, ich habe einen Schrumpelkorn für Sie. Bitteschön. Nom 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 nom. Aber der ist ja verschrumpelt. Bäh. Nein, das fühlt sich nicht richtig an. Was? Er hat ihn gerade gegessen? Gib dir mir das vorverdaute Korn einfach wieder. Schnurrbartalarm. Wieder ein Speicherpunkt, obwohl kein einziger Gegner hier war. Okay. So, die Löcher lasse ich mal Löcher sein. Oh, who are you? Gerade wenn man von Gegnern spricht. Okay, endlich mal wieder. Ich weiß übrigens noch nicht, wie ich das machen werde mit den Kämpfen. Ob ich die jetzt immer drinnen lasse oder auch mal rausschneide, weil die sind ja vielleicht nicht immer sehr, sehr witzig anzugucken. Ja gut, in 20 Sekunden sollte ich das hinbekommen. Das funktioniert hier immer in die falsche Richtung mit diesen Kreisen drehen. Das ist ein bisschen komisch. Die erklärt mir gerade nochmal alles, wie alles geht. Ah, jetzt sagt sie aber auch, dass man A drücken kann.
Habe ich aber auch schon beim ersten gemacht, aber in Ordnung. Shit. Zweimal geschafft, zweimal nicht geschafft. Oh, da kommen noch mehr. Noch mehr Goombas. Und schon wieder genauso wie beim ersten Kampf. Ist ja unbelievable. Was soll ich jetzt bloß tun? Ich weiß nicht, warum die alles doppelt erklären müssen, weil das haben wir ja eigentlich auch alles schon gelernt beim Kampf gegen Olli. Mehr oder weniger. Aber gut, doppelt hält vielleicht besser. So, und beim Hammer muss man tatsächlich nämlich auch A gedrückt halten, bis das Ding voll ist. Okay, das war jetzt schlecht. Und wenn es dann rot wird, dann muss man loslassen. Und wenn Gegner mich angreifen, kann ich auch kurz A drücken, damit ich weniger Schaden bekomme. Soweit so normal. Glopp. Okay, das gefällt mir, dass die Konfetti explodieren. Hey, das ist ja toll. Wenn man Fallschirm besiegt, gibt es eine Riesenmenge Schnipsel. So, nur aber ab zu... Ah, kommt einfach ein Goomba von dem Baum runter gedudelt. Was ist denn los mit diesen Leuten hier? Aber bisher immer dieselben. Oh, jetzt wird es aber schon ein bisschen krasser hier. Oh nein, die Fallschirme sind überall verteilt. Es ist unmöglich, sie mit nur einer Aktion richtig anzuordnen. So werden wir ja zerknüllt, bevor unser Abenteuer überhaupt richtig angefangen hat. Wie gemein. Aber ein Glück habe ich zwei Ringzüge. Immer noch alles sehr Tutorial-mäßig hier. So, guck, ich hab's hinbekommen. Yeah, ich bin der beste Anordner, den es gibt in dieser Welt. Oh, okay, der letzte Jump war cool. Oh, danke, dass du den Goomba aus mir herausgeholt hast. Ja, ein kleines Dankeschön. Ey, Manni, cool. Gerade schon wieder Goomba gehört. Ein gemein fiesen Goomba. Egal, wir werden hier jetzt erstmal den Samen reintun. Den Samen ins Feuchte. In die feuchte Quelle. Und dann entsteht neues Leben. Danke für den Basketball. Gevatter Stumpf im Strumpf. Geht's Ihnen gut? Oh nein. Sein Gesicht wurde entfernt von bösen Leuten. Von... Ach, da hinten. Das sind diese Riesengumbas, ne? Ja. Oh, du liebe Güte. Ja. Wieso habt ihr ihn nicht beschützt, ihr komischen... Oh, jetzt regnet es auch noch. Ihr komischen Bäume. Ich kann gar nicht hinsehen. Der Ärmste ist völlig ausgehöhlt, wie ein halbfertiges Bastelprojekt. Unglaublich, dass diese furchtbaren Dinger Gevatter Stumpfstrunk das angetan haben. Aus denen sollte man Sägespäne machen. Gevatter Stumpfstrunk, können Sie uns hören? Das sieht gar nicht gut aus. Seine Mimik war immer schon etwas hölzern, aber jetzt wirkt er wie ausgehöhlt. Mann, was sind das für... Das sind Wortspiele. Nipsel für den stumpfen Strumpf. Bitte, bitte, bitte. Da hat er sein Gesicht wieder. Hä? Was ist passiert? Hat sich angefühlt, als hätte ich wieder so einen jungen Spund an mir herumgesägt. Habe ich das nur geträumt? Da hat mich wohl einfach mein Gedächtnis im Stich gelassen. Hach. Alle mal herhören. Gevatter Stumpfenstrunk ist wieder da. Mal sehen. Schnäuzer ist da. Buschige Augenbrauen auch da. Gevatter Stumpfenstrunk ist zurück. Ast rein. Er wirkt immer noch abgestumpft, aber das ist besser als ausgehöhlt. Wir haben unseren verehrten Ältesten zurück. Gut, jetzt ist er nicht mehr ausgehöhlt, aber so ganz energiegeladen sieht er immer noch nicht aus, oder? Ja, dafür habe ich ja was. Guck mal hier. Oh, hast du etwas für mich? Ja, nämlich deinen komischen Samen. Vielleicht schmeckt er ja dieses Mal besser. Irgendetwas passiert da. Aufgepasst! Wer kennt Meister Edelwuchs? Jenen, der so edel wuchs. Heute wachse ich riesengroß und dann ist hier mal was los. Okay. Uff. Okay. So habe ich ihn mir jetzt nicht vorgestellt. Ist ja noch ein ganzer Jungspund hier. Ui, Wahnsinn. Das hätte ich nicht erwartet. Sie sehen wirklich gut aus, Gevatter Stumpfstrunk. Ich freue mich ja so für Sie. Yeah, das habe ich gebraucht. Ich sehe keinen Grund, euch noch länger aufzuhalten, außer ihr wollt euch unseren Song nochmal anhören. Büsche, macht mal Platz für meinen schnurrbärtigen VIP-Gast und seine reizende Begleitung. Verstanden, alles klar. Schon dabei. Ich gehe aus dem Weg. The fuck? Klasse, jetzt können wir zum Pilzpalast.
Aber warum tanzt hier immer alles und wieso singt alles? Ist das etwas Songbird Symphony 2? Hab Dank für alles, meine Setzlinge. Viel Glück auf eurer Reise. Ich wollte nochmal das Lied hören. Na gut, dann nicht. Also bisher sehr, sehr merkwürdig. Die erste Sequenz fand ich gut. Den Wald fand ich jetzt ein bisschen sehr strange, muss ich sagen. Zutritt verwehrten. Kehrt um oder bleibt für immer hier. Warum hat alles Augen in diesem Spiel? Alles hat Augen. Alles ist komisch. Was ist das für ein Spiel? Da ist ein Toad. Da bist frei, Toad. Lebe. Na, das ist schon besser. Jetzt müssen wir nur noch jemanden wieder den Kopf durchdrücken. Okay, bitte. Das ist besser. Nur noch ein kleines bisschen. Oh Gott, ich konnte das Wort werden. Das ist wirklich nur wohl. Yay. Jetzt bin ich geplättet. Vielen Dank. Entschuldigung, aber wer hat sie denn so geknickt? Mann, diese Wortwitze, die hört ja einfach gar nicht mehr auf. Oh, das war schlimm, richtig schlimm. Da waren diese gefalten Gestalten und die haben plötzlich angefangen, überall Tod zu falten. Die meisten von uns waren schon geknickt, bevor wir auch nur fragen konnten, was das alles soll. Und als einer von uns dann noch gefragt hat, haben sie nur gelacht und gesagt, von vielen Fragen kriegt man Falten. Ah, wenn ich nur daran denke, bekomme ich schon Eselsohren. Oh, da bin ich wieder. Oh, du willst ein Zeichen? Tja, durch den Ecke hast du dich jetzt für immer und ewig verpflichtet, uns zu helfen, Mario. Aber wir können auch dir helfen. Drück einfach Y und wir feuern dich an. Ach ja, fürs Anfeuern erheben wir eine kleine Gebühr. Genau, man kann den Toads Geld geben im Kampf und dann gehen sie auf die Bühne rauf und greifen, also das ist random, greifen dann zum Beispiel die Gegner an oder geben ein Items oder sowas. Haben also tatsächlich auch wieder Einfluss auf das Spiel mit Publikum und so. Das habe ich mir ja gewünscht und das ist tatsächlich so. Gut, also so viele Toads wie möglich finden, weil die einen im Publikum anfeuern und dementsprechend auch helfen, wenn es mal ein bisschen brenzlig wird. Hallo, wohnt hier jemand? Noch ein Toad. Okay. Danke, Mario. Weißt du, wie lange ich da drin war? Lange. Und weißt du, was Zelte nicht haben? Toiletten. Oh ja. Oh, stinkt das da drin. Oh, hier draußen gibt es ja auch keine Toilette. Kann ich gerne wieder zurück. Ich falte dich wieder zurück, kleiner Toad, damit du da drinnen bleibst. Wie es ihn aber auch einfach nicht juckt. Hallo. Das bringt mir gar nichts. Mein Teil ist schon voll. Hallo, kleiner... okay, diesmal greife ich dich als erstes an. Nice. Das geht hier nämlich. Anders als bei Bug Fable. Da ging's nicht. Oh man, schon wieder so viele. Nee. Guck mal, da hinten ist der Toad. Wir haben einen Zuschauer. Geil, jetzt fühle ich mich ja genauso wie auf meinem YouTube-Kanal mit einem Zuschauer. Awesome. Do, re, mi, fa, sol, la, chi. Und das habe ich auch schon gesehen. Wenn man sich hier nämlich hinsetzt, da kommt Olivia raus und chillt mit einem. mach mal Platz hier. Ah ja, endlich mal ein Päuschen. Und dann, genau, kriegt man seine Leben wieder. Ach, schön. Auch mit den Bergen da im Hintergrund. Das hat schon was. So, ist das hier jetzt eine Stadt oder was geht ab? Oh, Alter, der Tod sieht anders aus als der andere Tod. Der ist nämlich gelb. Gern geschehen. Du bist aber noch ein bisschen gefaltet. Ich entfalte dich mal, ja? Hä? Du bist noch voll gefaltet. Na gut, egal. Haben wir hier. Warum hat alles Gesichter? Wir waren bei Bäumen, aber mach dir keine Gedanken. Wir werden zu Asche und dann wachsen neue Bäume. Der Kreislauf des Lebens. Oh, eine Zikade. Was macht die hier? Die Zikade ist ein Toad? Krass. Puh, ich müsste ständig zirpen. Davon bin ich richtig erschöpft. Und nun, dann werde ich die Stille zu genießen wissen. Okay, ich glaube, das artet ein bisschen aus mit diesen Toadsuchen. So ein bisschen wie die Krugs bei Zelda. Und Mr. Toad weiß nicht, wie er das Feuer zum... bringen soll. Eines Tages werde ich Feuer und Flamme sein. Ja, habe ich leider auch keine Ahnung. Doch, ich habe eine Feuerblume. Ah, die können wir hier einfach einsetzen, ne? Wie ging das? So, wo ist meine Feuerblume? Oh, kann ich nicht. Ich hätte jetzt einfach mit einer Feuerblume raufgeschossen, aber anscheinend darf ich das nicht. Das wäre doch witzig gewesen, wenn man hier jetzt einfach die Feuerblume einsetzen hätte tun können und dann hätte das halt gebrannt. Hätten die vor Schmerzen geschrien, aber das ist mir ja egal. Oh, ich krieg immer mehr Zuschauer. Guck mal, jetzt habe ich schon 4000 Zuschauer. Okay, das war weird, dass sie die so komisch angeordnet haben. Hä? Okay, ich verstehe schon wieder gar nichts. Mache ich das richtig? Ich glaube, das ist doof, was ich hier gerade mache. Schlecht. Aber wie hätte ich das denn dann machen sollen? Oh nee, ich werde das erste Mal angegriffen, weil ich zu dumm bin im Kopf. Schnell, die Leute. Jetzt mache ich sogar weniger Schaden. Ach, stimmt. Ich mache jetzt 1,5 weniger Damage. Oh. Oh, das ist natürlich richtig schlecht.
Aber die sterben trotzdem One-Hit. Man weiß halt nicht, wie viele Leben die haben, ne? Aber jetzt werde ich schon erstmal angegriffen. Wie sieht das aus? Ah, die kommen einfach alle an. Und ich habe, glaube ich... Alter, 4 Damage machen die, weil jeder selbst angreift. Und jetzt sind die aber einfach in einer Reihe. Aha. Okay, wissen wir das auch. Das war natürlich alles nur, um herauszufinden, was passiert, wenn ich die falsch anordne. Schön, schön. Und wer wohnt hier? Hallo. Mann, sogar das Haus hat einfach... Ach so, ja, aber es ist ja auch natürlich ein Holz gewesen. Mein Bewohner ist gerade nicht zu mir. Also zu Hause. Er ist weit weg und das schon eine ganze Weile. Na und, lass mich rein. Ich will da bitte rein. Was ist denn das hier für eine Alpenkram? Hallo. Okay, also hier kann man sehr, sehr viele Toads suchen. Die können ja dann wirklich... Da ist auch schon wieder eine. Die können ja dann wirklich überall sein. Komm da raus. Ich zieh dich raus. Ah, vielleicht finde ich irgendwo einen Job als Akkordeon. Ah, da war ein Block versteckt. Aber nur mit Schnipseln drin. Okay, das war ja doof. Wie denn? Was denn? Jetzt bin ich aber geschockt. Und wir haben ihn entakkordeonisiert. Dadurch, durch seinen Schock. Alle Falten aufgelöst. Wir sind hier einfach in Toad Town, oder was das ist. Hallo, liebes Schild. Anfeuern und reinhauen. Willkommen in Toads Grillparadies. Unser Holz ist Feuer und Flamme. Hä? Ach, der redet nicht mit mir. Kann ich den schlagen? Nee, na gut, dann nicht. Das sieht mir aber nicht aus wie Toad Town. Wo ist denn hier Toad Town? Hallo, ich... Mir wurde ein Toad Town versprochen. Und da sind böse Origami-Gumbas, die nette Origami-Dinger. Bomben? Aufreihen? Keine Ahnung. Was macht ihr hier? Hallo? Flachpapier-Alarm! Alarm! Alarm! Die werden wir zusammenfalten! Auch gleich so viele. Ich werde euch retten, ihr 2D-Gumbas! Moment, da stimmt was nicht. Egal welchen Ring du drehst, ein Gumba steht nicht in einer Reihe. Oh nein, wir können nicht drehen. Wir müssen nach oben und unten die Arena bewegen. Ah, okay. Man kann also aussuchen, ob man drehen oder schieben will. Oh Gott, okay. Das bringt aber natürlich viel mehr Tiefe rein als früher in den Kämpfen. Allein durch dieses Sortieren am Anfang. Finde ich gar nicht so schlecht. Also ich dachte, als ich den Trailer gesehen habe, dass ich das irgendwie döver finden würde. Aber ist tatsächlich nicht so. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, wann ich A drücken muss. Das ist voll schwer. Doofen Gumbas. Lass doch meine netten Gumbas in Ruhe. Hab ich gerettet. Ihr schuldet mir was. Ja, wir sind gerettet. Was hatte diesen Gumbas mit uns vor? Uns entführen? Und wo wollten sie uns hinbringen? Waren das überhaupt Gumbas? Die waren so seltsam eklig gefaltet. Omari hat uns gerettet. Das lässt uns nicht gut aussehen, aber... Vielleicht sollten wir für eine Weile unsere Differenzen begraben. Wir sind alle aus Papier. Wir müssen aufeinander aufpassen. Also dann, tun wir uns zusammen. Stapel gegen Falten. Los geht's. Stapel-Attack. Es sieht so aus, als würde mein Bruder alle möglichen Papierwesen in eine Armee von Faltschergen verwandeln. Wenn das so weitergeht, überrennen sie noch die ganze Welt. Ja, ganze Welt. Das müssen wir verhindern, indem wir gegen Bäume schlagen. Da... Hä? Sind wir schon wieder beim Pilzpalast? Tatsache. Und da sind riesige Gumba-Armeen-Leutchens. Das natürlich ein bisschen belastend. Mann, wieso bist du kein Toad? Ach du Scheiße, da wird man natürlich dann noch richtig paranoid, ne? Es könnte ja überall ein Toad sein, je nachdem, wie die verwandelt sind. Ja, wie es dann in Pilzpalast aussieht, nachdem König Olli hier alles verwüstet hat, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Beziehungsweise nein, wir speichern jetzt. Ja, würde mich freuen. Shit! Wusste, dass das dumm war. Sieht nicht aus, als wäre jemand hier. Eine Toad-leere City. Spielen mir meine Augen einen Streich oder ist diese Kreatur wirklich größer, als sie sein sollte? Ein solches Origami-Wesen habe ich noch nie zuvor gesehen. Und was macht es da mit dem Haus? Frisst es das etwa? Wie geht, der frisst das Haus. Das schmeckt doch bestimmt furchtbar. Ich mag mir gar nicht vorstellen. Vielleicht haben wir diesen Dingern die Löcher überall so zu verdanken. Wie verfressen kann man eigentlich sein? Voll das Horrorspiel. Warte mal, schau mal auf den Rücken von diesem Monster. Da ist ein Siegel mit dem Gesicht meines Bruders drauf. Ich frage mich, ob er dieses Ding irgendwie erschaffen hat. Möglicherweise ist dieses Siegel eine Art Schwachstelle. Vielleicht wird dieses Ungeheuer geschwächt, wenn du das Siegel triffst und dann können wir es besiegen. Ja, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. Darf ich bitte speichern, bevor ich da helfe? Nein, na gut. Egal, das machen wir trotzdem in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.